Ja, da war nichts. Nee. Die Wiese lautet nicht zu lange in einem Platz. Ansonsten wird's schwierig. Oh Gott. Okay. Das war eine Lampe. Ich dachte, das war was anderes. Da ist eine Wache. Cool. Nein. Ihr seht mich nicht. Ciao. Ihr seht mich nicht. Guckt weg. Hier ist nichts. Haut ab. Okay. Mami. Oh. So, schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Ja, vielleicht. Da ist eine Wache. Boah, ach so, hier hätte ich ja auch. Verstehe. Ja. Das war knapp. Okay. Hey, ist someone. Okay. Naja. War jetzt nicht ganz so schlimm wie erwartet. Okay, selbst mit. Naja. Ich wollte duken, aber da lässt er ja los. Selbst mit Anlauf wird das nichts. So, dann speichere ich nochmal hier, aber auf einem anderen Spielstand. Nicht, dass plötzlich die Wache um die Ecken kommt. Das wäre nämlich schlecht. An dem möchte ich eigentlich vorbei. Moment, ich sagte eigentlich. Als er den Sand gegen den Tisch haut, war nicht geplant. Gut. Ah, Fatzke. Okay, dann komme ich da nicht drum rum. Oh shit, ist gut. Fuck. Mich verjagt. Wahrscheinlich mehr als die Wache. Der jetzt blöd. Der immer da. Der ist ja jetzt doof. Da kommt noch einer. Cool. Das ist, häng hier nur so rum.
Das ist jetzt echt doof. Okay, cool. Echt nice. I hope it isn't. Alter, sag mal. Der guckt die ganze Zeit auf seinen Scheißtisch und ich bin in den Schatten. Furchtbar. So, den Heinz, da werde ich jetzt auch nicht los, oder? An dem muss ich eigentlich vorbei. Macht er das wieder an? Schauen wir mal. Nö. Aber steht halt auch so beschissen. Der sieht mich doch, oder? Ohne Witz. Wenn der mich nicht sieht, weiß ich. Oh, sagen, dann weiß ich auch nicht. Also ist das hier auch schon mal keine Option, ohne ihn jetzt nicht über den Haufen zu schießen. Ach so, das ist jetzt die andere Seite von der Wache, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Das passt. Okay. Okay. Das geht auch nicht. Sag mal, könnt ihr Spaten aufhören, mich instant zu sehen? Vor allen Dingen, die gucken so geradeaus. Ich bin irgendwie da oben. Und die, da ist was. Und es ist dunkel. Wenn es Tageslicht wäre, würde ich das noch verstehen. Meine Fresse, ich trinke mal was. Holy fuckeroli. Die haben Radartüten, das geht gar nicht. Also muss ich tatsächlich Waiting Game machen, bis er da weg ist? Ich kann nicht direkt hoch. So, ein Bull. Willst du mich verarschen? Was war das denn?
Alter, Styx. Ich hau dich gleich. Mit Anlauf. Muss ich jetzt speichern? Nur damit ich nicht Gefahr laufe, wieder auf die Fresse zu fallen. Manchmal, ne? Ich hinterfrag das schon gar nicht mehr. Oh, Spiel. Ich meine, ich mag gerne Stealth Games, aber bei sowas weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht dieses das Speichern hättest hier. Du wärst sowas von am Arsch teilweise. Warum mache ich das nochmal? Ach ja, Artefakt. Ja, oh shit, trifft's. Alter. Erschreck mich doch nicht so. Können Sie bitte, danke. Schade. Der dreht aber seine Runden hier, ne? Oh, der Spaten auch. Oh, letzten Autosave wollte ich gar nicht laden. Bin ich denn da jetzt? Cool. Prozent des Let's Plays, vielleicht sogar 50, besteht aus Laden und Speichern. Laden und Speichern. Laden und Speichern. Laden. Entschuldigung. Da hing die Platte ein wenig. Haha. So. Wo will er denn jetzt lang? Großartig. Eine tolle Idee gewesen, hier zu speichern. Frage ist, geht's da außen rum? Wartet. Ich würde theoretisch versuchen, durch diese Tür zu kommen, wenn das geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mal gegebenenfalls außenrum und dann hoch. Nein, hier macht nichts. Hier macht nichts, Krach. Entschuldigung. Ich wollte auf den Kran rauf, aber ich kann sagen, weh, du siehst mich hier oben. Das geht nicht. Fatz dich. Hau ab. Alter.
Der andere Typ sucht immer noch. Du hast hier nichts gesehen. Verpiss dich. Vor allem, Creature is quick, bla bla bla. Du hast nichts gesehen, Kollege. Und er kommt gleich auf die Idee, hier war irgendwas. Unfassbar, ey. So, der andere Kollege, wo rennt der lang? Da. Ah, Treppe. Okay. Die Unsichtbarkeit hält mir immer noch viel zu kurz, aber... Ja. Willst du machen? Hauptsache, das lohnt sich auch und das Artefakt ist hier irgendwo. Ansonsten habe ich den ganzen Weg umsonst gemacht. Sag mir nicht, ich muss durch die Scheißtür. Ich muss durch die Scheißtür. Ja gut, dann mache ich das mit dem Artefakt doch in einem anderen Run. Schade. Tut mir jetzt leid. Aber dann gehen wir zurück zur Warenkiste. Die ist da drüben irgendwo, theoretisch. Gucken wir mal. Uha. Willst du mich verarschen? Gerade so, gerade so. Ab in die Schatten. Hier sollten wir relativ safe sein. Ja, relativ ist gut. Schade, dass ich die Dinger nicht ausmachen kann hier. Ninja. Ja, ich brauche einen Rückspiegel. Der Typ hat uns gesehen, ne?
könnte auch. Oh, ich habe keinen Goldharztrank getrunken. Ich habe da so eine Idee, wenn er da mal seine. Obwohl, wartet. Mach mal anders. Das machen wir anders. Idee gut, Ausführung mangelhaft. Zwei Sekunden früher. Dann hätte es geklappt. Oder eine. Ich will zu viel auf einmal. Das ist das Problem. So, nee, warte. Hier lang. Genau. So. Stück für Stück. Millimeterarbeit. So, wir müssen da hinten hin. Hier ist nichts, hau ab. Geh weg. Riech nach Met. Now all I gotta do is get into one of these chests. Ja. Sieht so nach Schatten aus, aber ist kein Schatten. Huh. Komm ich denn da rüber? Ja, es ist überall Deppen, die hier rumrennen, Mann. Goldharz ist alle, das ist schlecht. Bäh. Mal probieren. Mehr als schief gehen geht nicht. Ciao. Na, auf in die Höhle des Löwen, würde ich sagen, ne? Hey, you'll never guess what I found in the old boy's place the other night. A secret passage. What? Have you gone crazy? I swear, it's true. I was cleaning the books, I moved one, and it unlocked a secret door. Who'd have thought it? What lay behind? Treasure? A torture chamber? No, just an office. An office? Doesn't he have an office it is? The other offices aren't good enough for him. Is that it? Shh! Someone could hear us. So? Nice and comfy, are we? Come on, off to work, and be quick about it. Alter, was sind das für gepanzerte Wachen? Boah. Krass. Well, let's visit the secret office. The key has to be there. It was quite comfortable on this trip after all. And here I am, right in the apartments of the dear governor. Now I...
Just need to find the key, and I'll be a contented little old Rackash. Es war komfortabel, ne Kiste. Ich trinke mal noch eine Kleinigkeit. Moment. So, da ist er wieder. Ich kann die Kamera wieder anmachen. Uns fehlt leider das Goldharz so ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich mit dem einen der nächsten Punkte dann tatsächlich mal noch eine dritte Flasche nehmen, die man tragen können. Da sollen wir hin, da ist Versteck, okay. Das war keine gute Idee. Ich glaube, es wäre egal gewesen, welche Tür wir aufmachen, oder? Ja, so damn this fucking mehr oder minder. Plate. My dagger and throwing knives will be useless with all this junk. I need to find another way to neutralize them. Okay. Dolch und Wurfmesser sind nutzlos gegen die Wachen. Krass. Gut, dass er das gleich erwähnt. Da wäre eine Münze. Schauen wir mal. Kronleuchter auf dem Kopf könnte helfen. Das ist ein Säuretrank da unten, aber wie gesagt, ich möchte halt keine Kills in diesem Durchlauf. Und daher müssen wir das anders lösen. Schlüssel, genau, Schlüssel zum Airship. Da steht auch noch einer drunter. Ich würde die halt tatsächlich gerne fallen lassen, um es ein bisschen abzudunkeln. Aber ich möchte halt niemanden erschlagen, das ist das Ding. Steht da immer einer drunter, oder? Gucken wir mal. Das ist ein altes Gemäuer, da geht mal was kaputt. Das habe ich schon mal gesagt. Das ist bei Thief. Ist bei Thief auch so. Du hast halt so Sachen, die du auslöst. Was ist das für ein Scheiß? Sehr schön. Nee, aber es ist halt so. Du hast halt, ich sag mal, ich lasse jetzt den Kronleuchter fallen, in diesem Fall. Das kann ja passieren. Warum auch immer, Unfall, weißt du, also so irgendwas, was halt nachgibt und so weiter. Unfälle oder solche Dinge, die passieren halt. Das muss jetzt nicht heißen, dass das irgendwer ausgelöst hat, der jetzt gerade hier rumschleicht wie ich. Und, bei Thief ist es so, wenn die Wachen eine leise Ahnung haben, dass du da sein könntest, dann hörst du nur, Garrett, ich weiß, du bist es, komm raus, Garrett, dein Arsch gehört mir. Wo ich mir denke, es hat mich niemand gesehen. Und ich meine, jetzt so, wird viel los, was hier los ist, ist okay. Aber wie er gerade sagte, du Grünhaut, du entkommst mir nicht. Also, er sagt direkt Grünhaut, er geht direkt davon aus, es ist Stücks in dem Moment. Weißt du? Das ist halt. Ha. Huh.
Die haben das Herz in der Rüstung drinnen, ne? So in der. Das ist ein bisschen aus wie Iron Man. Okay.